Am Sonntagabend kam es zu einem Treffen zwischen den neuen Landeschefs der ÖVP sowie dem ÖVP-Chef Karl Nehammer. Und diese Sitzung dürfte besonders wichtig gewesen sein, denn es gab auch einiges zu besprechen. Unter anderem die Spitzenkandidatur für die EU-Wahl 2024 von Reinhold Lopatka, aber auch einen eventuell rascheren Termin für die Nationalratswahlen, die ja regulär nun im Herbst 2024 stattfinden sollten. Und ausgesprochen dafür hat sich vor allem Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, sowie auch ihr Kollege aus der Steiermark, Christopher Drexler. Sie beide wären für einen Termin bereits im Frühjahr. Und das Ganze auch nicht ohne Grund, denn man befürchtet bei einem allfälligen Sieg der FPÖ bei der EU-Wahl 2024, dass es für die Nationalratswahlen ganz schön eng ausgehen könnte für die ÖVP, denn man rechnet dann mit einem Durchmarsch von der FPÖ. Wie gesagt, Johanna Mikl-Leitner, aber auch Christopher Drexler sind für vorgezogene Nationalratswahlen und das auch nicht ohne Grund, denn Christopher Drexler muss ja mit der Steiermark, aber auch Vorarlberg, muss dann im Herbst auch die Landtagswahlen bestreiten und auch da wäre natürlich ein Ergebnis für die FPÖ bei den vorherigen Wahlen natürlich von Vorteil. Der Bundeskanzler selbst, ÖVP-Chef Karl Nehammer, möchte allerdings weiter bei dem Herbstwahltermin bleiben, das hat er ja auch bereits in einigen Interviews und gegenüber einigen Medien festgehalten.